Ich habe heute ein sehr spannendes Bier auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr findet das auch. Wer mir das Bier mitgebracht hat und was das für ein Bier ist, darüber reden wir in 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid. Und heute habe ich tatsächlich ein richtig schön spannendes Bier. Ich tausche ja mit Freunden, die im Urlaub sind und mir dann aus dem Urlaub auch mal Biere mitbringen, gerne auch selbige aus. Und das hier hat mir der Reini aus Thailand mitgebracht. Kommt von Full Moon Brewworks und ist das Busaba Hefeweizen. Und was mich ein bisschen irritiert ist, hier unten steht es dann. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich habe ein bisschen dreckige Finger. Ich habe heute ein Dach gedeckt. Da steht Ex-Hefeweizen oder Ex-Weizen, Ex-Weiße. Ja, vielleicht heißt Busaba, großer Mann mit weißer Nase, wird dieses Bier richtig kräftig runterschütten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, was eine Ex-Weiße ist, aber wir werden es vielleicht gemeinsam rausfinden. Für ein Weißbier ist das Ganze relativ schmal gehalten. Es hat 4,7 Volumenprozent Alkohol. Deutsches Weizenmalz ist da reingekommen und 15 Bittereinheiten sind versprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das soweit so normal. Was mich ein bisschen irritiert ist, die Serving Temperature, die steht hinten drauf hier, Achtung, 3 Grad. Mag jetzt mal für Thailand gelten, also auf 3 Grad kühle ich das nicht runter. Und ich sehe gerade, hier steht 4 Volumenprozent. Ich habe mich auf der Webseite nachgeschaut, da stand 4,7. Also ich korrigiere mich auf 4 Volumenprozent. Man soll nicht immer alles glauben, was man im Internet liest, sondern muss man auf die Dosen schauen. Und ich mache immer so eine zweigeteilte Vorbereitung, versuche ein bisschen über die Biere zu recherchieren. Also offensichtlich 4 Volumenprozent. Also, soll mir an dieser Stelle bitte nachgesehen sein. Dann hoffe ich aber, dass zumindest die 15 Bittereinheiten stimmen. Übrigens, es ist kein Extrakt verwendet worden auf der Hopfenseite. Ist jetzt beim Weißbier auch nicht ganz so entscheidend. Aber man hat da offensichtlich auch eine brautechnische Ehre und schreibt extra darauf, dass hopfenseitig eben keine Extrakte verwendet worden sind. Über die Brau... Oh. Jesus, na. Also, da gibt es gleich ein bisschen was über das Aroma zu reden, merkt ihr schon. Aber ich bin eh sehr gespannt, wie ein Thailänder einen Hefeweizen eben interpretiert. So. Wir haben es zu tun. Und das mal von der Optik her muss ich mal sagen, hey, hallo, Thailänder, ihr könnt das. Schöne Kohlensäure unten im Glas, ein richtig kräftiger weißer Schaum oben drauf und ansonsten eine getrübte orangene Farbe. Wer jetzt sagt, das Glas ist nicht richtig gut eingeschenkt, das liegt auch ein bisschen daran, dass die Dose nur 490 Milliliter hat. Also da geht mir ein bisschen was ab, um ein 0,5er Glas auch zu füllen in der Nase. Und das hat so eine richtig kräftige Gummibärchennote. Es ist so leichte blumige Noten. Oder vielleicht kann man es auch auf die blumigen Noten schieben. Vielleicht ist das so ein bisschen Orchideengeruch. Also es ist sehr wild in der Nase. Es ist ein bisschen Zitrus dabei, auch ein bisschen Banane. Aber super frisch auf jeden Fall. Und auch die obligatorische Hefenote. Und die versöhnt mich ja dann doch ein bisschen. Und das verriecht sich auch ein bisschen, diese Gummibärchennote. In diesem Sinne, sehr zum Wohl. Cheers. Hallo? Jetzt bin ich aber überrascht. Hoch. Also, boah, die Thailänder können Weißbier brauen. Haben eine richtig schöne blumige Note, die gehört jetzt vielleicht nicht so in Weißbier rein, aber jetzt ist eine schöne Banane da. Dieses ganze Gummibärchen-Gedöns ist alles weg. Richtig schön frisch, angenehme Zitrusnote. Schöne, angenehme Hefenote, ein bisschen Maracuja vielleicht. Weizen, vollmundig, aber super weich. Also auch da muss man sagen, richtig schönes Mundgefühl in jedem Fall. Angenehme Süße, keine bittere. Na klar, bei 15 Bittereinheiten, die bleibt auch ein bisschen auf der Strecke. Und relativ wenig Würze auch im Hintergrund. Schöne, leichte Karamellnote. Ein sehr angenehmes, leichtes Weißbier. 4,0 Volumenprozent. Aber muss sagen, da werden wenig Abstriche gemacht. Ich bin jetzt recht überrascht. Schöner, angenehmer, mittlerer Körper auch. Kohlensäure durchaus stiltypisch. Leichte, cremige Textur. Bis dahin sehr, sehr angenehm. Schöne Hefenoten, ein bisschen Weizen.
fruchtig, ein bisschen trockener und eine leichte Würze hinten im Nachtrunk. Habe ich mir ehrlich schlimmer vorgestellt, dass Busaba Hefeweizen aus der Full Moon Brewworks aus Thailand von Probier TV gibt es für dieses Bier, würde man sagen, 3 von 5 möglichen Punkten für das Busaba Hefeweizen, das Ex oder die Ex-Weiße, was immer das noch bedeutet. Ich werde es irgendwie mal rausfinden. Vielleicht werde ich das jetzt auch mal runterexen. Wenn ihr mir das sagen könnt, was ist ein Ex-Weiße? Dann schreibt das mal hier unter das Video. Wenn ihr auch wisst, was Busaba heißt, schreibt das auch hier unter das Video. Und wenn ihr dieses Bier kennt, dann schreibt es auch unter das Video. Und ansonsten, wenn ihr alles schon erledigt habt, dann löst doch hier noch schnell ein Abo. Dann sehen wir uns morgen wieder bei der nächsten Bierverkostung. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.